Toller Abend gestern. Ein Date sozusagen zwischen Ihnen und uns. Lass uns reden, hieß die Aktion vom NDR in Niedersachsen. Ich hatte Sie ja, falls Sie sich erinnern, noch am Montag dazu aufgerufen, Fragen zu stellen an uns. Darüber, was wir machen, wie wir es machen, warum wir es tun. Und da ist richtig was zusammengekommen. Hans-Christian Hoffmann zieht ein Fazit. Hat Corona irgendwas verändert, was die Handlungsweise des NDR betrifft? Mich würde wirklich mal interessieren, wie der NDR es sieht mit dem Gendern in der Sprache. Wie viele Menschen sind eigentlich an so einer Nachrichtensendung beteiligt? Sie haben die Fragen gestellt und die Verantwortlichen haben eine Stunde lang viele davon beantwortet. Unter anderem die, warum Nachrichten in Niedersachsen 18 Uhr und Hallo Niedersachsen so gleich sind, nur eben kürzer um 18 Uhr. Wunderschönen guten Abend. Diese Redaktionen arbeiten sehr eng zusammen. Und dann ist die Kompaktausgabe um 18 Uhr und das etwas erweiterte Angebot ist bei Hallo Niedersachsen. Das sind Redaktionen, die zusammenarbeiten. Und wir wissen auch, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauer um 18 Uhr noch nicht die Zeit haben. Da ist noch viel anderes zu tun. Und dass sie dann eben Hallo Niedersachsen schauen. NDR, lass uns reden. Die Niedersachsen haben uns beim Wort genommen und ganz unterschiedliche Fragen gestellt. Wer legt eigentlich fest, wie die Gewichtung ist in der Berichterstattung beim NDR, im Fernsehen oder im Radio? Das würde mich sehr interessieren. Radio, Fernsehen oder online funktionieren da auf die gleiche Weise. Prinzipiell haben es erstmal niedersächsische Themen eher einfacher bei uns ins Programm zu kommen, weil wir ein niedersächsischer Sender sind und einen Programmauftrag haben, das Wichtigste aus Niedersachsen zu bringen. Und entscheiden tun das immer Teams, also in den verschiedenen Ausspielwegen, Radio, Fernsehen, online sitzen Redaktionen, die mehrfach am Tag in Konferenzen auch darüber diskutieren, welche Themen wichtig sind, welche vorne sind, welche eher hinten sind. Die Aushängeschilder der Sendungen sind die Moderatorinnen und Moderatoren. Sie geben Niedersachsen 18 Uhr und Hallo Niedersachsen das Gesicht. Mein Name ist Ammermann Horst. Ich komme aus Hannover und habe eine Frage, wie man so ein Moderator oder Moderatorin im NDR wird. Ich persönlich bin den klassischen Weg gegangen, also sprich Studium, dann Volontariat, dann Live-Schalten fürs Fernsehen und dann Studiomoderation. Ich glaube, wichtig ist, dass man präsent ist, aber sich auch gleichzeitig gut zurücknehmen kann. Denn es geht ja um die Geschichten, die wir dem Zuschauer erzählen wollen und nicht um mich persönlich. Aber dazu gehört eben auch eine gute Anmoderation. Wie läuft ein Tag in einer Nachrichtenredaktion ab oder warum gibt es so viele Ratespiele im Radio? Die Antworten auf diese Fragen können Sie sich in der Sendung auf ndr.de/niedersachsen noch einmal ansehen.